Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Mein Name ist Questmaster Ike und das letzte Mal haben wir einiges an Crewmitgliedern für unsere neue, für unser Schiff Jackdaw hier rekrutiert. Und dementsprechend machen wir jetzt weiter mit einer neuen Episode, beziehungsweise auch mit einer neuen Mission hier in Sequenz 3, Prisen und Plünderungen. Morgen, Kenway. Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Ist es Neid? Weil meine größer ist? Es kommt nicht immer auf Größe an. Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein. Das spanische Zeug ist mir lieber. So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. Okay, dann zeig's mir. Und du, Thatch? Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Hi! Die beiden haben Edward erst zum Piraten gemacht. Vielmehr war es eigentlich so, dass er gar nicht Pirat werden wollte. Er war ja nur Freibeuter. Wo ist dein Steuermann, Kenway? Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben. Es hält mich wach. Dann nehmen wir etwas Fahrt auf, oder? Ich brauche keinen Lehrer. Wie viele Prisen haben wir zusammen als Freibeuter eingebracht? Es ist ein Unterschied, ob man an einer Kaperfahrt teilnimmt oder sie anfängt. Wir suchen nach Handelsschiffen, Jungs. Die mit der richtig fetten Ladung. Suche mit dem Fernrohr einen Schoner für uns, Kenway. Du wirst ein Gefühl entwickeln, welche Fracht sie geladen haben. Und eine Ahnung, wie kampfstark sie sind. Du wirst gar nichts finden, wenn du so in die Sonne starrst. Nimm das Fernrohr. Wo ist das Fernrohr? Wie benutzt man das? Moment. Alter, geil, das ist Put Him in Bed with Captain's Daughter. Oh, leck, ich hab... Auf dein Zeichen, Captain! Okay, jetzt ist nur die Frage... Ach, da! Nein! Ach, das wollte ich nicht. Hier ist mein Fernrohr. Bereit zu schießen, Captain! Ja, da ist was. Schlechtes Wetter voraus, Captain. Ja, ich glaube, das nehmen wir. Auch wenn gerade ein Sturm mega auftritt. Gut, dann bring uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität. Und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen. Was meint er eigentlich mit Prise nehmen? Das verzaubert einfache Gemüter. Du wirst... Deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee im Hinterkopf behalten. Es tut mir leid, dass ich das Ding vorhin eigentlich versenkt habe. Das wollte ich gar nicht. Eure nach Belieben und lande ein paar Treffer, wenn es sein muss. Doch um Himmels Willen versenk sie. Macht keinen Spaß, die Fracht aus dem Meer zu angeln. Können wir sie jetzt entern? Ich weiß es gar nicht. Entern, B halten. Okay. So, jetzt müssen wir sie nur noch ein bisschen hier schwächen. Da. Der ist tot. Oh yeah. Gibt's noch was? So. Achso, das war sogar eine Nebenmission. Das habe ich überhaupt nicht geblickt. So, muss ich jetzt nicht noch den Captain töten? Oh ne, den armen Klabautermann habe ich hier noch geholt. Und du, Bitch! Hä? Du stehst aber nur da. Tengo un buen día, señor. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Spricht jemand Englisch? Englisch? Ein wenig. Oh. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt nochmal. Sperrt sie in den Frachtraum.
und nehmt alles mit, was zu holen ist. Ja, ja, so gefällt es, Edward. Aber ich möchte eine bessere Rüstung. Das sieht bestimmt fett aus, wenn ich hier mega aufgegeilt bin. Das hat mir auf jeden Fall mega gefallen an Assassin's Creed Brotherhood. Da hat man richtig eine geile Rüstung gehabt. Und die Jackdaw tun wir reparieren. Okay. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken, Sir. Ist ein komisches Gefühl mit so viel Gewalt. Oh mein Gott, ich versenke das Ding. Gewöhn dich dran. Wir müssen noch ein paar Prisen holen, um das profitabel zu machen. Sind bereit, was da drüben? Ich will noch ein Vieh. Gibt's irgendwas in der Nähe? Naja. Dann fahre ich halt da hinten zu den Viechern. Viechern, wie ich immer Viecher sage. Das sind ja keine Kinder. Oh, das finde ich aber cool, dass man jetzt schon so früh im Spiel auf dem offenen See ist. Ah, da vorne. Nein, das wollte ich. Oh, ich komme einfach nicht mit den Dinger zurecht. Der Winkel stimmt noch nicht. Das da drüben ist, glaube ich, ein bisschen besser. Okay. Oh mein Gott, das Ding ist ja unter Wasser. Oder was, hä? Ich glaube, so weit kann ich dann doch nicht schießen. Aber ich glaube, die wissen noch gar nicht von ihrem Schicksal. Ha! Und diese Shanties, die gehen mir mega geil ab. Vor allem einfach What Should We Do with the Drunken Sailor. Das ist ja mal richtig, richtig geil, dass das dabei war. So, mach mal so mal manövrierfähig. Ach Moment, ich wollte es doch gerade versenken. Habe ich auch nicht. Hihihi. So. Jetzt tun wir mal uns ein bisschen hier wendiger machen und versuchen sie zu rammen, beziehungsweise auch zu entern. Mit weniger Segel kann man natürlich logischerweise auch wesentlich besser hier manövrieren. Ja, wir wollen es ändern. So, unser optionales Ziel haben wir, glaube ich, schon abgeschlossen. Nebenaktivität Schiff ändern. Okay, gut. Aber an sich die optionalen Missionsziele habe ich. So, jetzt tun wir mal ein paar hier von hier drüben aus killen. Aber nee, ich glaube, darauf habe ich gerade keinen Bock. Ich gehe ins Wasser und tu allein drauf klettern. Ah, das ist ja so geil, dass man ja doch sehr frei ist mit dem, was man machen kann. So, kann ich hier irgendwo draufklettern? Yeah, auch wenn ich gerade mega durch Feuer gehe. So, komm her. Nein. Ah, ich komme noch mit dem Waffenrad zurecht. Oh, okay. So, jetzt nur noch einen. Oh, meine Leute sind ja auch schon hier drüben. Geil. Okay, die sind tot. Wir haben das Schiff. Männer, Johnny, geh zurück auf deinen Posten. Die sehen alle gleich aus, ganz ehrlich. Das sind auf jeden Fall spanische Schiffe, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Und damit tun wir unser Schiff wieder reparieren. Später haben wir noch mehr Optionen auf jeden Fall. Ein guter Fang heute, Kenway. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Ach, ein Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusagen. Dann bin ich König der Karibik. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich satt haben. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, hä? Doch, aber... Es ist nur ein Traum. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König. Oh, wie Edward einfach nicht arbeiten will. Oh mein Gott, er erinnert mich voll an meinen besten Freund. Nicht arbeiten, aber hier ist große Geld machen. Das ist ziemlich ähnlich. Ich bin gerade am Überlegen. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen die.
Ich habe ein bisschen Bock auf Kämpfen. Tun wir die am besten ran. So, und jetzt kann man sie noch ändern. Na, zieht sie in die Hölle sogar? Mensch, so brutal waren wir es jetzt auch nicht. Ah, ich soll weg von den Kanonen. Nein, doch nicht so weit unten ins Wasser. Ey, Alter, der sticht da durch, um mich zu killen? Okay, gut. Machen wir es anders. Machen wir es anders, bevor ich hier zwischen den beiden Schiffen hier zerquetscht werde. Ich werde auch gerade, glaube ich, zwischen den Schiffen gekillt. Ich gehe doch lieber zurück an die Drehbasse. Ganz ehrlich. Drehbasse ist cooler. Drehbasse killt alles. Oh mein Gott, ich habe ein Crewmitglied gekillt. Oh, das kann ich also auch. Okay, ich habe zwei Crewmitglieder gekillt. Wir brauchen mehr Crewmitglieder. Shit. So, und ich glaube, wir können jetzt immer nur noch Jackdaw reparieren. Naja, mehr können wir nicht machen. Müssen wir ein paar neue Crewmitglieder einfach woanders mal uns holen. Je nachdem. Immerhin ist unsere Jackdaw richtig gut in Schuss. So, jetzt geht's weiter hier zurück nach Nassau. Aber damit würde ich schon sagen, reicht's für diese Episode hier mit Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Gebt dem Video ein Like und wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. See ya. Wir machen doch noch ein bisschen weiter. Die Episode ist doch ein bisschen arg kurz. Oh. Uiuiui. 11 Minuten war dann doch ein bisschen arg kurz. Was ist denn das jetzt? Machen wir mal ein bisschen hier langsam. Haltet mal bitte kurz die Fresse. Mal ganz langsam und Anker, damit ich hier rumkomme und weiter. So, jetzt geht's wieder ganz schnell. Wir sind sicher, Captain. Ist das hier meine Parkfläche? Ja, ich glaube, das hier ist so meine Parkfläche. So, und schon können wir andocken. Ich glaube, dann bewegt sich das Schiff automatisch dahin. Salt Key Bank. Okay, gut, ich dachte eigentlich, wir sind zurück in Nassau. Aber an der Stelle anscheinend dann doch nicht. Machen wir doch noch ein bisschen weiter hier. Willst du jetzt auf einmal mit mir handeln? Oh, danke. Ja, jetzt bin ich anscheinend ein richtiger Captain. Waren erwerben. Hier, Jackdaw Upgrades. Gucken wir mal, was wir bekommen. Rumpfausbau für 1000 Real. Der Rumpf verleiht der Jackdaw mehr Widerstandskraft gegen mittelgroße Schäden. Das finde ich doch schon mal sehr gut, dass wir das hier schon mal upgraden können. Yeah. Auch wenn unsere Fahne hier noch ganz schön abgefuckt ausschaut, hier die Black Flag über unserem Schoner. Mission beendet, optionale Ziele auch beide beendet. Prisen und Plünderung haben wir beendet. Ich finde diese Mission auf jeden Fall gut. Ich hätte mir ein bisschen mehr Action vorgestellt. Weil im Grunde, man kann noch nicht viel machen. Man kann keine Crewmitglieder sich neu holen oder ähnliches. Naja, ich hätte mir mehr erhofft. Kein schlechter Fang heute. Weiter so, Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben wie Gott. Nackt? Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut und Schweiß und ein paar Fetzen Stoff. Wir tragen keine Farben. Wir preisen deren Fehl. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Sei stolz darauf. Danke. Gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen? Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philipps Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Hoffen wir mal. Weil so die Navy angreifen ist doch immer noch... Oh mein Gott, wenn wir Navy angreifen, das hier, die haben doch fette Schiffe. Oh nein. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der... Hey, Moment, ich wollte doch noch gar nicht anfangen. Leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten... Warte mal, ich will hier wieder zurück. Ein paar kleine Fische, um die großen zu ködern. Genau. Wir wollen zwar Metall plündern und ich will euch auch weiter zuhören. Es ist jetzt blöd, wenn jetzt ein bisschen was hier kaputt geht oder verschoben wird oder was weiß ich. Aber ich würde doch eigentlich gern hier
mehr gucken, was hier abgeht, weil diese Insel ist doch um einiges größer, glaube ich, so wie es ausschaut. Hier zumindest einen Aussichtspunkt kann ich noch holen. Hey, nicht, dass ich hier wieder hersegeln muss, sondern einfach mit diesem Fast Travel Point hierher kommen muss. Aber jetzt sagen wir, hey, Dry Tortuga? Really? Fluch der Karibik nur? Oder was? Oder gab es wirklich Tortuga? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei dieser Episode Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Mein Name ist Questmaster Ike und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich habe ja schon gesagt, liken und abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Vielen Dank. See ya.